2 Stunden meines Lebens vergeudet. Ah, kann mir keine hack mehr ihn doch am zurückgeben. besten die X-Beine ab. Meine Fresse, seine Beine sind nicht so stark. Meine? Digga. Nein, doch nicht deine. An die von meinem Spieler Kalu. Wie ein harter schon. Digga, willst du mein Ultimate Team sehen? Ich habe nur Hertha-Spieler und einen Dortmund und 2 Bayern-Spieler. Damit meine Chemie hochgeht, Digga. Siehst du, Alf, die ersten Chancen gingen wieder an mich. Jetzt kommt er wieder mit seinem scheiß S-Wein. Hey, das ist ein S-Wein ist so ein Hammer-Spieler. Ja, ne, Alter. Ich frag mich, warum er nur so ein wenig Rating hat, Alter. Ich kassiere auch so Hammer wenig? Von S-Wein. Ah ja, S-Wein ist eine Legende. Nee, am besten ist immer noch Langkamp. Die alte Umholzmaschine. Die Umholzmaschine? Langkamps Vater ist Baumfäller. Oh, nein, nein! Also jetzt nicht mehr. Der Vater ist jetzt fast Millionär. Renn, renn, renn! Benjamin? Nee, das ist Busian. Aber okay. Benjamina ist da vorne in der Mitte. Im Sturm, ja. Da verwechselst du gerade. Was? Wie bist du für Schatten? Freistoß an Latte gehauen. Von 40 Metern circa. Ah, ne, waren doch 40 Meter. Ja, als ich beim Kumpel vor 3 Tagen oder so übernachtet habe, ne? Ich habe jedes Mal, wenn ich geschossen habe, aufs Tor in die Latte getroffen. Oh fuck! Hat was war nicht. Das? Freistoß. Gott sei Dank. Was ist denn jetzt los? Ja, du hast gefault. Da musst du auch mal einsehen, deine. Also deine. Deine ist in der Barbie-Puppe umgefallen. Ach, bist du auch? Bist du auch so ein Spieler, der dauerhaft nur grillt, damit er den Ball bekommt? Nö. Nein. Hab ich so, so ein Typ bin ich. So ein Typ bin ich. So ein Typ bin ich aber nicht. Okay, das hat dir vielleicht keinen gejuckt, so bei den ganzen faulen Spieler. Ist ja vielleicht für Hertha auch gewöhnlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls jetzt. Mach doch den fucking Kopfball jetzt ein! Hertha ist das fairste Team forever. Ja, Alter. Habt ihr das 10-Minuten-Video gesehen im DFB-Pokal Hansa gegen Hertha? Mit Pyro, der Pyro kriegt da? Ja. Ah ja, war lustig. Ja, Scheiß Hansa. Das sind wieder die Hansa-Fans. Das sind wieder die Hansa-Fans. Aber also angefangen, wusste, aber angefangen haben die Herthaner. Ja, ja, ist ja richtig so. Wir fangen an und beenden. Naja, beendet haben es die Rostocker, die eure Fahne verbrannt haben, ein Banner gezeigt haben, was sie von euch geklaut haben. Also, ich weiß nicht, ob das so ganz auf. Ja, scheiß Abguckerverein, Alter. Warum Abguckerverein? Die mussten irgendwie. Welche Liga ist das? Dritte? Dritte. Oder so hier? Dritte. Dritte? Ja, die mussten, also die haben sehr oft Geisterspiele gemacht oder. Irgendwie auf Bewährung haben sie auch schon mal, ja, keine Ahnung. Ui! Ja, also, Hansa ist aber voll gut. Ja, das war nichts. Also, Hansa ist voll gut. Im Fahnenklauen. Für die dritte Liga schon. Nee, fürs Fahnenklauen. Ja, glaub bitte, vor allem der eine Hansa-Fan da, der das alles organisiert hat mit den ganzen Clown da. Das ist ja hier so ein Ultra wieder, Alter. So eine, ja, na, die Ultras sind Vollidioten, aber der Rest von Hansa ist korrekt. Ich kann es nur sagen. Ja, klar. Weil beim DFB-Spiel haben ja die eigenen Hansa-Fans zu den Ultras gerufen und ihr wollt Hansa Rostock sein. Mitten in deren Hansa. Ja, ist ja so. Hansa Ultra. Ich stand mal eben so 2 Ultras im Hertha-Spiel, Alter Junge, haben die gefilmt. Haben sie gerufen mitten im Spiel. Du Schiri, ich fick deine Mutter. Du bist ein Hurensohn. Dein Vater ist besser als Hitler. Was war das denn? Das war ein Schuss, der viel zu weit oben war. Sonst... Das war ein Schüsschen. Ja, aber gut, wer älter nehmen kann. Wenn du nach einem Fußballspiel nach Hause fahren willst und du musst eine Stunde dastehen, weil da die Fick-Polizei steht und sagt, du kannst hier nicht durch, da sind Ultras. Weil sie sonst wir die Fresse eingekloppt haben und die Polizei mit ihren scheiß Wasserwerfern da kommen musste. Damit sie den ganzen Scheiß gestoppt bekommt. Ey, aber Mann, ich spiel so scheiße gerade. Das war in den Anfangmomenten im Finale auch so, aber gewonnen hast du mit 6-1. Irgendwie komisch. Ja. Du machst immer den scheiß Anfang, aber das ist. Was macht ihr denn für ein Finale? Was macht ihr denn für ein Finale? Na, wir hatten gestern unser Cup-Saison? Ja, genau, Cup-Saison-Finale.
Nein, Freundschaftssaison. Freundschaftsspiel. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Freundschaftssaison. Entschuldigung. kann passieren. Genau, ich bin auch nur ein Mensch. 68. Oh, Latte. Langkamp. Mach doch mal was. Oh, es wird Der zweite schöne alte. Halbzeit. Ich habe nur schlechte Bayern-Spieler. Ich habe Coman, Ribéry und Neuer. Und Voll Neuer am Tor. schlecht sind sie alle, voll schlecht. Hast Ja, recht. die haben nicht. Allein Neuer kostet 20 Euro. 20 Also Euro? wenn es mit den. Wenn es mit den Coins verrechnest. Also 340.000 Coins musst du berechnen. Pro Spiel kriegst du ca. 500 Coins. Oh, Ich bin zu faul, mir so viele Coins zu erspielen. Das ist immer das ich Problem bei auch, mir. deswegen gebe ich immer Geld aus. Ich Würde gebe ich in nie, jedem Spiel ich würde ca. niemals für irgendwelche Scheiße im Spiel Geld ausgeben, ohne Scheiß. Ich habe nur Ich gebe ein. in Nur Rainbow habe ich ein Fürs. bisschen Geld ausgegeben. In GTA habe ich mal für YouTube Geld ausgegeben. Ja. Ey! Benjamin! Da ist er drin! 1-0! Wie Hansa! ausrastet. Oh, ich würde Bist gerne du so. Hansa-Fan oder was? Ja! Was weiß, warum ich immer Ja. Hansa spiele? Wie kommt man bitte darauf, dass man mit Hansa probiert zu spielen? Ey, gar nicht ehrlich, das ist Rambo, Alter. Ey, wieso? Ich komme sexuelle. mit Hansa komme ich irgendwie am besten klar, ja? Ist jetzt, wenn du probierst, mit Schalke gegen Barcelona zu spielen. Der kann dich gleich einpacken. Ich habe einmal probiert, mit einem Kumpel die schlechteste Mannschaft Indien gegen Deutschland zu spielen. Junge, Indien hat ein einziges Trikot, das ist rot. Und hat ein Nike-Zeichen, was falsch rum ist, drauf. Geil. Was eine Scheiße, Alter. Ah. Wie steht's? 1-0 für Hansa? Ja. Gegen? Ja. Hertha. Matt, ey, streng dich an. Ja. Was ist denn Ey. jetzt los, Alter? Was ist denn jetzt auf einmal wieder los? Da fällt er so um wie so eine Barbie-Puppe. Und dann kriegt er auch noch einen Freistoß. Jetzt kommt jetzt der verdiente Konter. Mit S-Wein. Jo! Digga, ich hab die ganze Zeit passen gedrückt und lässt er dich einfach abdrängen. Ja, wie gesagt, ich würde mal gerne meine Tröte am Ende des Spiels austesten. Naja, gut. Ich habe ja vorhin schon für Wühle ein Video gemacht. Boah, Digga, was war das denn, Alter? Ibisevic. Ich habe keine Für Ahnung, das ist Florian schon. Wühle. Für Florian Wühle. Ja, da habe ich gesagt, yo, Hazard, ich habe ein Video für dich vom Florian, den Zerstörer. Da habe ich angefangen zu tröten. Nichts Das hast du Besonderes. hochgeladen. Das hast du hochgeladen. Nein, ich habe es nur ihm geschickt. Wo soll ich das hochgeladen haben? YouTube. Nö, noch nicht. Stimmt, hätte ich eine Mann! Nachricht bekommen. Ich hatte aber auch schon Chancen. Ja. Hast du ihn abonniert? Hast du John abonniert? Ja, Mann. Ja. Ich zocke nur mit Abonnenten hier, Alter. Leute, wirklich, macht mir eine Freundschaftsanfrage. Ich zock wirklich mit euch. Jawollo! Glaubt ihm nicht. Glaubt ihm nicht. Er zockt nicht nur mit Abonnenten. Habe ich gesehen. Ich warte jetzt schon seit 2 Wochen auf das Fußballduell. Der kriegst du jetzt auch Jetzt sagt gleich, nicht. wenn er weg ist. Jetzt sagt nicht. Seit 2 Wochen. John, die hast du vor 2 Wochen schon mal gesagt. Und da musstest du zu so einem scheiß Eisbären spielen. Bühle war am Sonntag Ja, auch. Ich lass war er bei. Ich mal war bei John, ihm. bei Ich dem war bei ihm. Eisbären Ich. spielen, hält John Was? so ein Poster hoch und drauf steht, abonniert mich, John H. Nein, das werde ich nicht tun. Freistoß! Ah, Gott sei Im Dank kein. Neuner Kreis. Ah, Gott sei Dank kein Elfmeter. Das ist gut. Okay, gelbe Karte muss jetzt nicht unbedingt sein, aber naja, gut. Ist aber fast ein Elfmeter. Den kannst du reinmachen. Den macht er auch. Jawollo! So, also es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich jetzt FCF und so reinbringe. Weil FCF Mann, ist. jetzt kommt der geilste Torjubel, Alter. Auf Fäusten, Liegestütze. Liegestütze, boah. Richtig starker Junge, Gangstand. geilster Freischuss, aber So, na jetzt brauche goi. ich den. Jetzt Mit brauche wem? ich Mit den wem? wichtigen Spieler. Plattner, natürlich. Plattner, Plattner. du. Schneller, Gleichstoß dynamischer, Tunis. fair. So, Junge, der macht Alter. so geile Freistöße. So, jetzt Klar, kannst ich du bin ein reingehen. Ronaldo-Fan, aber was Ronaldo? Plattner hat es die Legende in Freistöße.
Ja, Alter, ja, okay, nicht in den Winkel, aber in die Richtung vom Winkel. Fast gegen den Innenpfosten, Alter. So geile Freistöße schießt der. Ich liebe den, ey. Ja, vor allem ins Spiel haut er da Freistöße raus, da denken sie da ganze Dauer schießen lassen. Aber hier im FIFA, Alter, da hast du Angst, wenn er schießt. Ja. Süle macht auch geile Freistöße und Neymar. Oh, fuck. Süle habe ich sogar. Also auf der Auswechselbank. Naja, immerhin. Immerhin in der Mannschaft. Ja, der kommt ja, der passt, der einfach mal, durch. Habe ich mal so Billig-Pack gezogen. Ich habe mal einfach so im Winter, im Sommer, letzten Weihnachten einfach mal 40 Euro ausgegeben in FIFA. Hab ein kleines Pack-Opening gemacht, wollte mal so gucken, hat viel FIFA so reingestellt. Boah, zwei Ikonen hat er in zwei Packs hintereinander gezogen. Ne? Ja. Denke ich mir so, oh, wenn der das schafft, schaffe ich es auch. Klar. Digga. Halt gesehen, Alter, ich zieh da Rare-Karten ohne Ende. Ich habe locker 6 Hertha-Spiele ich allein gezogen. Ich finde auch noch die besten, ne? Ja, ist Kraft, Jahrstein, Pekarik und starke. Ah, stark habe ich denn noch mal Geld bekommen, weil ich stark schon hatte. Abseits zu Lappen! Abseits zu Lappen! S-Wein hast du im Team, oder? Ja, Mann, bitte nicht. Oh fuck. Ich hätte auch ein Sweaty machen müssen eigentlich, so zur Mitte spielen und dann. Er hast gesehen, dahinter ist ein Polizeibeamter. Sah aus wie einer von der Bundeswehr. Du kannst aber Polizeibeamte, wenn du einen Polizeibeamten am Kopf triffst, fällt er hin. Wie geil. Hä, Mann am Boden! Du kannst sogar so doll. Klubst du von mir hat es mal geschafft. Wenn du einen so doll verletzt, dann fällt hier so ein. Starker Schiri. Und ich habe noch Hunter und Williams in der Aufwechselbank. Hunter? Von The Journey, Hunter. Ne? Ja, Mann. Den hast du schon schießen, Plattenhart. Heute bist du aber irgendwie ganz schön am Fauten, war. Also irgendwie. Ich lass Coman schießen. Ich lass echt Coman schießen. Nein. Oh, was ist da los? Ey. Ich fange gleich wieder an herumzuhauen, ey. Um mich herum. Ja, Mann, mach mal, bitte. Nein. Du kriegst ein paar Likes. Ey, John, wie viel hat dein bestes Video aufgehört? 115, das war mein Kurzfilm mit Tim Hahn und 9 Klässler. Tim Hahn, der Gockel. Der hat YouTube? Nein, aber... Doch, er hat mir erzählt, dass er auch YouTube hat. Ja, Mann! Ey! Wenn ich jetzt gewinne, es hat noch 4 Minuten, dann habe ich, dann bin ich Erster, dann bin ich Liga 4. Ey, was bist du da? Liga 4. Du werden noch 3 Ligen und spielen. Oh! 3 Ligen und spielen 1, da spielen wir okay. E-Sport, Alter. Ist Hüsing in der Mitte? Ja. Jawohl, der ist da. Okay, ja, nee. Bro Owens. Fuck. Viel FIFA, Digga. Instant. Ich finde, die können immer so krass gehen. Ja, weil so ein E-Sportler heißt ja eigentlich nur, die ganz, die Chocken. Fuck, Mann, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. YouTube-Geld kriegt man ab 500 Abonnenten. Aha. Ja. Ich hab gedacht, erst ab. Naja, Janik. Ich hab erst gedacht, so ab 1000. 10.000 Klicks. Nee, ab 500 so. Abonnenten kriegst du 10 Cent. Aber dafür musst du immer hier 20. Ja, weil es ja. Aber 5 Likes kriegst du 10 Cent. Und ich glaube, bei 20.000. Mann, jetzt Likes, hör doch mal auf zu faulen, Alter. Meine Mannschaft ist nicht aus Stahl. Du Penner. Bei 20.000 Likes kriegst du 10 Euro. Ey, dieses Stück Scheiße ist einfach mit seinem Fouls voll am Zeitspielen, Alter. Das regt mich richtig auf, ja moin. Das kann nicht sein. Das ist der Penner ja schon wieder gewinnt, ey. So spiele ich in Real Life. Ey, ich schmeiß dich gleich so im hohen Bogen aus der Party, Alter. Dann fliegst du bis zum Rotenhaus. Alter. Hä, warum? Du musst ja nach eh schlafen gehen, also lass das dann auch an der Stelle, ja. Ist einfach so.
wie er einfach überall durchkommt. Es ist zum Kotzen, ey. 86. Ey, vor allem, ich mache heute viel zu viele Fehler. Nein, wie hält er den denn? Ja, wie hat er das denn jetzt gemacht? Oh, 90. Minute, leck mich am Arsch, Alter. Nein. Nein. Bulette, nein, ich spiele jetzt kein Minecraft mit dir. Gleich instant rausgegangen. Gar keinen Bock mehr. Mann, leck mich! Nee, eigentlich nicht schon. Ey, das kann nicht sein, dass das Stück Scheiße hier gewinnt, ey. Alter, Junge, was habe ich dir getan? Meine Fresse, Alter. Mit 2-1 schon wieder. Ach, schon wieder. Ja, ey, wenn der blöde Pisser ist, wenn da vorne nicht wäre, ey. Oder wer da auch nicht ist, ey. Boah, Junge, ey, ich krieg eine Migräne. Jetzt reicht's. So, ein Spiel noch und dann spiel ich gegen Zockerclub, ey. Wenn der genauso schlimm wird, ey, ich will gar nicht daran Nein. denken, was ich danach mache. Oh, das schon. Jetzt will ich an Gione denken. Willst du im Schwarz spielen oder im Blau wieder? Ah, nee, warte. Ja, was, warte? Ich bin in Schwarz. Gut, weil Blau kann ich nämlich gut spielen. Im Blau habe ich. Obwohl, nee, ich habe eigentlich in Schwarz gegen dich gewonnen. Als deine, naja, wie soll ich das sagen? Deine Familie reingekommen ist. Melli gehört nicht zu meiner Familie. Du sollst nicht durch den Fernseher krauchen. Ja, immerhin habe ich das Finale gewonnen, also gerade eben auch. Ja, zum naja, aber dies hat nichts zu bedeuten, also, naja. Ui, vom Weiden nicht drauf. Alter, das war gerade ein Schuss mit Skill. Okay, wie ich auch immer das gemacht habe. Jetzt hopp. Okay, neue frisch gewaschene blaue Trikots. Mal gucken, wie das jetzt so wird. Sieht ganz gut aus. Mann, ich weiß nicht, wie ich... Ah, das sind... Ja, Mann. Hat schon wieder gewonnen. Ey, wenn er nicht bald aufhört mit seinen Fouls, Alter. Ja, Mann. Ich faule den Fernseher so hart. Der hat jetzt schon ein kleineres. Dann wird er bestimmt am Ende noch größer sein. Der ist von meiner Oma geerbt, ey. Dann muss ich mich beim Mediamarkt hinstellen und mir so ein weiß ich wie teuer Fernseher holen. Mann, ey, leck mich! Oh, ey, das heute aber auch nix klappen will, ne? Schatzi, nix. Schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Was Hashtag no homo erstmal. Ja, Mann. Alter, was? Wie hat er den denn bekommen? Das frage ich mich auch, wie ich den gerade bekommen habe. Der war ja so gut, der Pass, ey, den kannst du gar nicht kriegen. Als Gegenspieler, denkt er sich. Ja, den hat er natürlich locker. Jetzt kommt sein S rein. 1-0. Oder auch nicht. Nein! Donny Wiesewitz! Nein! Wie? Alter, wie knapp! Das hättest, so das hättest du an den Zuschauerreaktionen schon hören müssen. Oh, so verdient. Ey, ich höre jedes Mal so verdient. Ey, hör auf mit dem Satz. Du missbrauchst es viel zu sehr. Hä, wieso denn? Er hat im Endeffekt. Er hat im Endeffekt genauso wenig verdient wie ich. Naja, weil die kannst du mir vorstellen. Ach, deine Beiträge sind wieder heute so fantastisch. Das hatte ich in den vorigen Let's Plays nicht gehabt, dass noch jemand drin war, der so schöne Beiträge noch dazu geliefert hat. So richtig schön, wo du dich doch noch drüber freust. Ja, danke. Na John, bist du mit zwei besseren FIFA-Spielern in der Gruppe? Jetzt für den FIFA-Spielen. Och, halt dein Maul erstmal an der Stelle. Du stinkst nämlich nach deinen Cornflakes von heute Morgen. Was für Cornflakes? Der John, der war so flach wie der Wasserspiegel in Afrika, Alter. Ja, oh nein!
Hör auf zu faulen, es ist zum Kotzen mit dir. Ich hab dich, ich mag das auch. Dreckschuss, Alter! Geh nicht weg! Oh, hau ab! Lass dich auswechseln! Warum denn so aggressiv, John? Ist doch alles viel ruhiger! Genau. Du Stück Scheiße, bist die ganze Zeit nur am Grätschen, ja? Du hättest schon längst 20 gelbe Karten kriegen müssen. Gewalt ist keine Lösung. Ja, das sagt der Richtige. Der hier meine Spieler halt wegfickt. Momentchen mal. Woher weiß er diese Insider, dass ich zu Silvester mal kurz was getrunken habe? Ja, Alkohol. Ja, was ist? Und schon wieder hat er meinen Spieler weggehauen. Schon wieder. Ja, doch, da. Du soll ich mal sofort Replay machen, dann wirst du ihn sehen. Locker hat John so einen kleinen Klopfer getrunken. Jägermeister, mein Booster tut's auch. Wow, Jägermeister, das ist ein Jägermeister, die gibt's noch. Das ist Alkohol. Das ist billig. Ne. Also direkt John. Direkt Spieler umhauen. Check mit dem. Oh, du hast doch immer das für ein Schuss gerade war. Ich habe keine Ahnung. Ja, ein schlechter Schuss. Kennt sich schon aus mit schlechten Schüssen. Da war so witzig hier. Jetzt reicht's mir. Emo John Isa. Nee, Emo John ist nicht da. Halt jetzt deine Fresse, sonst werde ich hier noch zu Agro John. Obwohl, das bin ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. Oh. Alter, wird schon echt zum Tier. Oh, oh nein, nein, er zur Schnecke. Zu Giraffe oder was? Oder zum wütenden Affen. Wochenende vorbei. John, John, du machst dich in deinem Let's Play gerade so zum Affen. Hm. Weißt du, wie egal mir das ist? Das ist mir nicht mal peinlich. Oh, scheiße. Siehst du, dass du verlierst? Ja. Nee, das ist aber John, was soll den Abonnenten, denn du musst doch einen logischen Vorsatz für dein Video haben. Was schreibst du denn da hin? Verloren wie immer? Nächste Boah. Niederlage ist schon in Sicht. Wir schaffen die nächste Niederlage. Alle schreiben rein, ja. Squad Battle ist da. John schreibt rein, nächste Niederlage ist da. John, sein neues Thumbnail. Leute, knacken wir die eine, die zwei Likes, dann schaffen wir beim nächsten Mal auch den Tabellenvorletzten in meiner neuen Karriere. Stell dir mal vor, John macht so ein 10 Abo, also so. Er hat gerade erst so mit YouTube angefangen, macht so 0 Abonnenten-Special. Und er so, danke für die Unterstützung. Ich weiß, ihr werdet mich immer unterstützen. In den guten und in den meist schlechten Phasen unterstützt ihr mich. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Du spielst halt gegen kleine Kinder, also gegen mich. John, 9 Jahre, spielt gegen kleinere Jungs. Von der Körpergröße her. Ja. Vom FIFA-Niveau sehr hohe Jungs. Aber John, es ist doch eigentlich irgendwie schon belassen, wenn alle denn so über Hertha, Bayern und so alles reden und du dann so, ja, Alter, die Drittliga mal John. Rostock ist auch ganz geil. Oh ja, Rostock ist schon ganz geil, ne? Naja, immerhin seid ihr keine Bayern-Fans. Ist ja, ja auch. Ist ja auch immer nicht besten. Nee. Dortmund. Guck dir von mir ist Bayern-Fan. Der Vater von dem Witz. 1-0, John. Whee! Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Oh. Wie für wen denn 1-0? Oh, Sina. John, für Rostock. Busian. Busian. So, Busian. Ja, merkt ihr, das ist Rostock. Hallo. Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt die nicht, Junge? So, Ronaldo 2.0. Nein, lass mich schon wieder. Schon wieder Latte, Alter. Ey. Lattenkreuz, aber na Gott, ist das.
Ich muss unbedingt 60. wieder wechseln, Alter. Jetzt hat der Bengel auch noch Anstoß. Ja, wie immer, Alter. Ja. Wer kennt's nicht? Ja, John denkt auch, beim Tor ja. Kriegt man Anstoß. Ey, John spielt eigentlich auch so Fußball, der spielt so Hockey. Also er ist Eishockey. Nee, ich spiele auch so, ich hab's auch so Fußball gespielt, nur halt durch Floorball und so nicht mehr so oft. Ich spiel Fußball. Wo hast du denn gespielt? Also vereinmäßig nirgends, aber so hobbymäßig. Ich habe damals in Stahlfieh nur angefangen, aber es war mir so. Was mal richtig so auf dem Bolzplatz oder was so mit Keule und so. Was ist denn jetzt falsch, Amina? Amina zickzack, dann wird er zum Tier. Wow. Komm, ich zieh höher ab als. Den zieh hier höher ab als John. Es steht jetzt schon 1-0 nach der 15. Minute. Mann. Chill mit Hertha, das Spiel dann. Dann der hat eine Ikone. Dieser Lapp hat eine Ikone, Team. Der heißt viel FIFA. Ey, schon wieder FIFA. Der ist echt viel FIFA. Boah. John, war das mit dir mit den letzten 10 Minuten? Ja, ne, oder? Ich weiß nicht, von welchem Let's Play wir hier gerade sprechen. Ja, doch, in den letzten 10 Minuten, wo du da im letzten Moment getroffen hast, wo ich am Ende gebrüllt habe, fick dich! Fick dich! Ja, da habe ich in den letzten 10 Minuten oder so 6 Tore oder so geschossen. Was? John? Jetzt nee, lassen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren 3. Oh, noch schlimmer! Ey, wenn er jetzt hier durchkommt, ne? Oh, schieß doch nicht über das Tor, Junge! Was bist du, Alter? So, jetzt muss ich wechseln. Jetzt muss ich wechseln. Jetzt, so. Jetzt kommen die Oberluschen rein. Hat der Maul jetzt. Was Hansa so zu bieten hat. Die Reservespieler. Ja, vielleicht steigen sie ja dieses Jahr auch auf, wer weiß. Die sind auf Platz 4 im Moment. In welche Liga denn? Liga 4? Nee, in 2. Bahnliga, Kreisliga Ost, wie wir? Von den Bahnliga. Hansa, auch Kreisliga Hansa Rostock, da hat wohl jemand in. Also wenn du jetzt ernsthaft denkst, dass Hansa Rostock in Brandenburg oder in Barnim liegt, dann hast du dich ein bisschen geschnitten. Also dann hast du in Geografie nicht so ganz offen. Wenn sie reich, wenn sie so weit absteigen, ne? Vor allem aber ein bisschen besser spielen sie, ne? Bestimmt ein bisschen besser spielen sie. Spielst du in der Kreisliga? Ja, Mann. Beste Liga. Mann. Wie heißt denn eure Mannschaft? SV Rüttelsobertal 97. Oh. Welche Mannschaft führt zu? Schöno. Hey Leute, haben wir das gespielt? Ja, wir haben ja, gewonnen. Ja, ich weiß. Habt ihr einen Tobi in der Mannschaft? Nein. Echt nicht? Nein. Tobias, Sohn von irgendeinem Trainer von Lobetal? Nein, wir haben Florian in der Mannschaft, aber kein Tobias. Nein, generell bei Lobetal. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich nur mit Männern einigermaßen aus. Ein weil, bisschen von AD, aber. Welche Jungs spielst du denn? C. Locker. Ja, Tobi spielt in der D. Ach so, ja! Tobi, davon kenn ich doch. Den Tobi kenn ich auch. Wie heißt er? Tobi. Tobi. Ja. Der Vater ist der Trainer. Ja, der geht bei mir in der Klasse. Ja? Ja. Die D von uns ist echt schwach, muss ich echt sagen. Also, ja, wir haben meine Fresse, ey. Wir haben 2 von 8 Spiele verloren und das gegen welche die 2 Liga über uns spielen. Oh, was war das? Einmal denn, Alter? Einmal 0-0, einmal 0-0 und einmal 1-2-3. Ey, geht ja nicht mehr klar. Alter, 69. Minute 1-0 für John. Oh, mach dein Maul zu, ehrlich. Oh, pass auf, dann wird aggressiv mit Hansa, Alter. Da holt er die Ultras. Gewalt ist keine Lösung. Ey, ich krüppel deinen Spieler so gleich weg, ey, das kannst du gar nicht glauben. Du packst mich ab mit deinem scheiß Herthaner hier. Vor allen Dingen, jedes Mal werde ich da hingeschmissen und jawohl! 1-1 dachte ich da schon und dann mach das doch nicht. Ey! Nix, ey!
Ah, die Frise! Scheiß Hamburger! Scheiß St. Pauli! Scheiß St. Pauli! Vor allem ist es lustig, als Hansa Rostock-Fan bin ich im Fußball gegen Dynamo. Im Eishockey für die Eisbären bin ich wieder für Dynamo. Das ist wieder so. Ey, ja. Mann! Latte, Aluminium! Da schon wieder liegt ein Spieler auf dem Fußboden, Mann! Schon wieder! Ja, hast recht. Schon wieder einer, der rumheult. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey! Ja, das Spiel ist schon gleich zu Ende. Ja, danach spiele ich gegen Zockerclub. Noch eine größere Niederlage. Ja, dann ziehst du dich noch ein Stückchen ab und dann. Entschuldigung. Ja, ist okay. Ja. Ja, ich spiele nicht gegen ihn. Ich spiele gerade hier. Aber das Dumme ist gerade nur, ich 2-0 für John und John spielt mit Hansa Rostock. 1-0. Hertha. Ja, ja, Junge, ich habe zweimal das Aluminium getroffen und zweimal Latte. Schrei doch nicht so, sagt der Vater. Jetzt lenkt er dich gleich wieder ab, pass auf. Da, schön. Sei doch mal jetzt leise, Papa. Er macht da Ansprüche gegen den Daddy. Mann! Und schon. Mann, jetzt schreit er schon wieder, jetzt kriegt er Anschnauze von seinem Vater. So, 2-0. Oh, Riedel, Alter, ein Verteidiger. Alter, das muss ich mir noch mal kicken. Ich hab Finale gewonnen, Alter. Was, ja, Lusov? Was ist denn Lusov? Ja. Das ist er. Das ist Corny. Corny, der Riegel. Der Corny geht zum Anwalt. Was spielst du, Rang oder locker? Ist er nicht, weil die spielen auf PC. Deswegen, ich wollte auch, ich habe mal gefragt, ob was sie spielen. Und die gesagt, ja, PC ist ja schade. Oh nein, da habe ich nicht richtig. Die haben auf PS4 gespielt, aber auf PS4 hatten die kein Aim. Also die konnten auf PS4 nicht spielen. Die haben. Ich nein, alles bitte noch kein Gegentor. Nein! Mann! Und schon wieder das Aluminium. Das dritte Mal! Willkommen im Club, wenn nichts funktionieren will. Das Gefühl kenne ich irgendwoher. Mann, Alter, so unverdient, Junge! Ich treffe viermal die Latte und einmal den Scheiß. So unverdient, so unverdient! So unverdient! Es ist so unverdient! Du bist so lächerlich! Du bist so lächerlich! Du bist so lächerlich! Du, jetzt rein! Nicht mehr. So, Leute, ich habe jetzt den Herrn Alf rausgeschmissen. Sein Palaver konnte ich mir nicht mehr anhören, nicht mehr geben. Ja, ich also drei. Schickle und ich kann grad nicht. Das ist mein 3-3. Jetzt muss ich gegen Soccer Club ran. Das wird auch spaßig. Wird wahrscheinlich nimmt noch. Nimmt er aber auch auf. Soll ich eine Saison starten oder machst du? Mach du dann, warte, ich bin auch kurz hier. Ach, gut. Können wir nicht Ultimate Team spielen? Nein. Schade. Hättest du wohl gern. Ich spiele auf Weltklasse und da steht 6-0 für mich. Ja, komm jetzt. Das Spiel kannst du auch später machen. Nein, Alter, wenn ich jetzt verliere, Digga. 62. Minute, Digga. Oh, ey, warte, ich muss noch meinen Siegessong abspielen. Kleinen Moment. Oh, Wühler hat geschrieben, sehr geil. Was denn? Ja, die Rostock-Hymne oder was? Florian, alter Hazard, ich spiele jetzt was vor. Und zwar Florian, der Zerstörer. Das ist nicht nur ein Zerstörer, das ist 60 Tonnen pro Kampfkraft, die auf einem Fuß stehen. Ist er schon da?
Ich bin noch da, ja, ist jetzt 79. So. 69. So könnte ich manchmal auch ausrasten bei FIFA. Mein Junge. Junge, mach es aus, Alter. Junge, was ist das? Ich mach den Scheiß aus. Junge, es zieht in den Ohren. Wenn ihr Problem habt, dann fick ich euch. Ihr Problem oder was? Das ist John, das ist Oliver John. Hab ich das dir geschickt, John? Nein. Hat das Wühle dir geschickt? Nein. Junge, mach's mal aus, Alter, was bin ich gestresst? Chill. Ich schick jetzt mal, ich schick da jetzt kommt mal mal. dieses ganze, da kommt mal dieses ganze Gerausche, Alter. Junge, es So, geht da pass auf, richtig auf die ich schick Knie. dir mal was, was ich Leon auch geschickt habe. Und zwar, du wirst wahrscheinlich dann Ey noch Leon, warum hat der abfeiern. deine Nummer? Tizi, pass auf. Das habe ich ihn auch geschickt. Das ist eine Verarsche zu Doggy. Ja. Wo Andreas mit in der Runde sitzt und so. Du musst ihm mal von vorne bis hinten geben. Erstmal kommt Angela Merkel, dann sitzt in der Weiberrunde auch noch Andreas. Stimmt's, Leon? Das ist gut. Das schon, das schon. Genau, da ist Andreas als Frettchen und gibt's gar dir Toki. Irgendwas wollte ich doch jetzt noch senden. Ich muss mal gucken, was habe ich denn Snickers noch gesendet? Perfektes Motto für mich. String, Tanga, Stringelingeling, String, Tanga, String. Denn in kalten Wintern friert man leicht am Hintern. Besser wäre ne große Baumwollunterhose. String, Tanga, Stringelingeling, String, Tanga, String. Sag mir jetzt mal, das senden wir mal, das. Das senden wir mal, das hat er zu meiner Mutter schicken. Ich habe mal gewichst. Ich bin ein echter Gangster, ich habe mal aus Spaß gerappt. Ich bin ein gänglichter Gangster. Ich zeige meinen Penis im Internet. Was willst du tun? Kennt ihr auch dieses Gefühl? Es gibt wirklich Leute, die haben zwei. I just had sex and it feels so good, that's so good. Ja, Englisch. Ja, klar, wir haben alle. Ja. Alter, ich denke mir so, was labert der? Irgendwas wollte ich doch noch schicken. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ich schau mal einfach bei Snickers, was ich ihm geschickt habe. Irgendwas habe ich ihm noch geschickt. Ah, genau, das mit Dommer hier. Das wollte ich Tizian noch schicken. So, jetzt hat er das alles. Du sag mal, wie lange muss ich denn jetzt ungefähr rechnen, bis du jetzt mal hier in der Sitzung reinkommst? Bis du mir eine Einfrage schickst. Ich habe ja schon eine Einladung geschickt, Mann. Schauen wir nochmal genau nach. Ich hätte jetzt eine Frage. Willst du mich verarschen? Okay, mach. Mach, los. Komm, komm, komm. Los. Nee, oh.
Challenge accepted. Wie hoch willst du Klatsche kassieren? Ach, je nachdem. Was ist denn das hier für eine Ausstellung von Bayern? Ja, geil war. Ich hab meine. Ich nicht. Du kannst dir denken, was ich spiel. Hm? FCH. Ja gut, das machen wir erst zum unwahrscheinlichen Sieg an. Ich habe extra unwahrscheinlich davor geklatscht, weil ich denke nicht, dass ich gewinnen werde. Ah, immerhin habe ich Anstoß. Okay. Mal sehen, ob wir jetzt hier gewinnen. Oh, gleich mal der Ballverlust. Kickschläger Mann und 1-0. Oder auch nicht. Also ihr könnt mich ja zwar alle für blöd verkaufen, aber leicht mache ich es hier keinem. Jetzt hat er mein Mitspieler abgeschossen. Der Pole. Oh, das erinnert mich irgendwie an einem Spielkameraden mit dem Namen der Pole. Hm. Was war das wohl? Wann war das wohl? Wann war das wohl? Ah, GTA noch. Mhm. Alte gute Zeiten. Jetzt habe ich den Ball auch noch verloren. Dann grätscht er ins Leere. Das musst du mehr unter Kontrolle haben. Tizison. Oh. Fast super Einsatz. Das war ja eine super Grätsche, Alter. Das kann auch kein super Einsatz sein. Naja, gut. Doch, kann schon. Okay, 8 Minuten schon in der FIFA-Spielzeit und ich habe noch kein Tor kassiert. Das ist doch lobenswert. So, jetzt geht's weiter. Was haben die so schneller als... Come on! Oh nein! Das hat er nicht gemacht. Schöner Konter. Zack. Auf Korn. Oh, come on, Alter. Hilf mir. Alter. Ich hab mit eingerechnet, aber nicht mit so einem Ball da. Du, ganz ehrlich, bei jedem Angriff rechne ich schon mit das Erwartensvolle. Bist schon gewohnt, nach jedem Angriff ein Tor zu kassieren. Och, Junge. Das Stück Scheiße hat nur gewonnen, weil er gefoult hat. Sonst hätte er die ganzen Partien auch nicht über die Runden bringen können. Oh fuck, was habe ich denn jetzt gemacht? Ey, das gibt's nicht. Blaswig hat wieder mal ein Online-Spiel, wo er gut hält. Ich fass es nicht. Hm? Der hat mal wieder eine gute Partie. Wo er gut hält? Wo er gut hält? Was ist denn daran halten? Ich schieße gegen den Pfosten. Ey, er hätte noch reinlassen können, weißt? Weißt? Ja, klar weiß ich. Aber hat nicht reingelassen. Dieses Weicht habe ich von Antoine. Ich weiß nicht warum. Hey, pass mal auf! Du Pisser! Habe ich mir erschreckt gerade. Was? Okay. Man, er zieht den Ball weg. Das will ich jetzt mal sehen. Spur nicht vor. Er zieht den Ball weg. Das will ich jetzt sehen. Er hat naja. Er hat den. Aber getroffen hast du. Getroffen hast du den Fuß. Ja, aber. Oh, scheiße, ist zu hoch. Oh, den hält er. Scheiße. Das wäre meine Chance. Das wäre meine Chance zur Führung gewesen. Aber na gut, ich bin ein Flitterkiller. Halt ist aber echt so, ich bin ein Flitterkiller. Du bist ein Killer? Zack. In Real Life würdest du an mein Gesicht nicht mal rankommen. Ah, okay, andere Sache. Er meint, er rasiert in Games. Naja, gut.
Ah ja, stimmt, da war ja was. Ein Konter und ich habe John zervögelt. Mit Levern, ein Volley. Flatter, flatter, flatter. Ganz ruhig bleiben, du hast noch, weiß ich, wie lange Zeit. Selbstgespräche führe ich immer gerne. Was versuchst du? Ich habe Kumpel mal eingestellt, wer zwettert, also hier vom Tor nochmal rüberpassen, wisst ihr, der muss dem anderen Nuggetbrötchen holen, wenn wir auch machen. Ja. So hat ein Kumpel mal einer 12 Nuggetbrötchen bekommen. Von dir? Mm-mm, nicht von mir. Von anderen. Das mit der, wir spielen das mit voll vielen Leuten, weil das Wetter einfach scheiße ist. Aber bei anderen, die wo wir ohne Nuggetbrötchen spielen, mache ich es trotzdem. Ich wollte eigentlich nochmal zu Command passen. Also, ich verstehe manchmal dein Passsinn irgendwie nicht so ganz. Welchen meinst du, den hier? Oder dieses Ego-Gewasche hier? Oder einfach mal den Ballverlust. Das verstehe ich noch relativ leicht. Und dieses Bälle wiederholen. Und dann doch wieder verlieren. Fuck! Ach nee. Boah. Läuft eigentlich ganz gut noch. Also, es hält sich in Grenzen. Vor allem, wie einfach mal bei dir nur 6 Stürmer vor. Oh, ja, okay, ich muss zugeben, das war jetzt wirklich. Ich staune, dass ich dafür okay. Keine gelbe bekommen habe. Alter, das war ja schon. Das ist wirklich die dolle Peitsche. Meinst du nicht, ich habe da noch irgendwie mal ich kurz hinter. Online-Spiel hat mich mal so da umgerutscht, als ich Doppelseiten mit einem hier Charakter gemacht habe. Geil. Und das war von EA vorgesehen. Das war nicht bei Hunter. Bei Hunter? Mhm. Who the fuck is Hunter? Johnny. Hä? The Johnny. Willy. Oh, keine Ahnung, wen du meinst. Ach so, ist ja schon die erste Halbzeit? Vorbei, ey? Ja, Mann. Das geht ja schnell. So, jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt das schon wechsle oder ab der 50. erst. Nö, ab 60. Ja, 60. ist gut. Oh, mein Handy ist alle. Alter, nein. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ich hasse es, wenn Handys alle sind. Jetzt kann ich keine Musik hören. Oh, mir geht zum Beispiel die ganze Zeit auf den Sack mit Liebe dich, liebe dich, liebe dich. Nein. Mann, die ist 12. Alter, was soll ich denn mit einer 12-Jährigen? Die steht auf dich. Es standen auch mal Leute auch in meinem Alter auf mich. Da macht euch keine Sorgen. Es sind nicht so, was die... gibt's? Okay, jetzt verliere ich so langsam die Geduld mit dieses Schlucken. So. Aber ich bin ja nicht so wie Leon, der seine Freundin mit seiner Freundin Schluss macht, nur damit er PS4 zocken kann. Das ist wirklich so. Hä, na klar, hast du mit deiner Freundin. Doch, du hast mit deiner. Nein, du hast. Doch. Nee, jetzt hörst du mir mal zu. Du hast zu mir gesagt, du machst mit deiner Freundin Schluss, weil sie gesagt hat, entweder sie oder die PlayStation. Hast du gesagt, die PlayStation? Das hast du zu mir zur Hofpause gesagt. Na klar. Aber Digga, weißt du, was ist noch? Hä, das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. Ich hab gesagt, also meine Freundin hat mich.
Ja, Mann, meine Freundin hat zu mir gesagt, also meine Ex, jetzt, danach auf jeden Fall, hat sie mir gesagt, was liebst du mehr, mich oder deine Ex? Und so, ja, ich glaube, das ist die Ex. Oh. Und dann sie so, meinst du das ernst? Dann habe ich, dann sie so, meint das ernst? Ich so, nee, war ein Prank. Und sie so, oh, ich dachte schon nicht so. Ne, das war ernst gemeint. Und dann ist sie weitergerannt. Dann den Abend hat dann der Vater vor der Tür. Ja. Ne. So bin ich nicht. So bin ich. Das würde ich sogar machen. Das würde ich sogar bringen. Ja, Mann. Das würde ich bringen. Wenn es um Ziege geht. Wenn es um Ziege geht, würde ich springen. Da ist dann doch irgendwo. Sorry, muss kurz ich weg sein. Ja, ja, ist gut. Ich hab da ein bisschen zu viel Geld drin, ich denke, würde ich sagen. Kann man ein anderes Spiel machen? FIFA oder so. Da kann danach noch Fortnite. Ey, komm, Leute, da kann danach noch ein bisschen Fortnite. Ja klar, warum nicht? Ich habe bloß bis 22 Uhr Zeit. Aber naja, nach dem Spiel ist ja. Da kommt bis 22:30. Was? Ich gehe 22:30 auf. Ja, du auch? Oder wie? Ey, wie spät, Leute? Hat jemand Uhrzeit? Snickers. Ungefähr Viertel 10. Viertel, ja, genau. 21:16, Digga, was ist los? Ja, ja, ich hab grad meinen Controller. Digga, Controller. Ja, mein Controller. What the fuck? Das wäre beinahe der Führungstreffer gewesen. Na gut. Mein Controller reagiert, hat gerade nicht reagiert, ich weiß auch nicht warum. Ja? Ich weiß es auch nicht. Oh Mann, ey. Der Scheiße am Schuh. Ja, der Scheiße am Schuh ist klar. Hatte ich mal im Spiel, ich bin im Spiel in so einem Scheißhaufen getreten mit meinen weißen CR7 Schuhen. Ja, ich bin im. Es war bei, hier, Schöne auf dem Platz. Ich bin in so einem Scheißhaufen gelatscht. Und Snickers, ja, die mussten meine Schuhe putzen. Ich hatte weiße CR7 Schuhe an. Weiße. Okay. Latscht erstmal Scheiße. Halt, Erfurt, ey, von Hansa Rostock habe ich ein originales Trikot. Habe ich in KZ Erpeldorf gewonnen. Die ja, hatten da so ein Fußballturnier. Und die originalen Rostock-Spieler haben das veranstaltet. Und wer gewinnt gegen den Rostock-Spieler, kriegt ein Trikot. Und die haben wirklich aggressiv, die haben wirklich so gespielt wie in der Bundesliga, ne? Außer bei diesen Kleinkindern da, wo die denn da 6 oder 4. Ich habe gewonnen, ja. Hm? Übers krank. 1-0. 1-0 bei für 20 Minuten Kleinfeld. Das dritte, Alter, Junge. Tizi. Ich habe 1-0 gewonnen und das nach dem Elfmeterschießen. Das geilste ist, Karls Epperhof ist erstmal Sponsor von Hansa Rostock. So, das ist geil. Und ab dieser Saison sind sie sogar Sponsor der Eisbären Berlin. Das ist geil. Meine beiden Vereine sponsert von dem. Und Karls Epperhof ist auch ein geil. Das ist geil, muss ich sagen. Ja, ich war da. Oh. Bayern wird besiegt. Dum dum dum. 3-1. Ich führe gerade 3-1 gegen Tizi. Ey, wie werden das Killer? Nee, ich weiß ja. Ja, vielleicht, wenn Hansa mal irgendwann richtig gut ist, aber naja. Hm. Bayern wird sich kaufen, dass die. Naja. Dass sie vom Kaufen schon umfallen. Die könnten sich fast die ganze Bundesliga. Pay to win. Ist wie ein Rainbow. Kauft euch doch die Meisterschaft. Kauft euch doch die Meisterschaft, ihr Säcke. Diese Meisterschaftspokal da. Oder Scheibe da. Die kostet. Wenn 210.000. Wenn du die einmal fallen lässt, ey, dann wirst du am Arsch. Passiert nicht.
Die ist aus Edelstahl mit Chromomantel. Original echtes Chrom, das ist. Stell dir mal vor, du gewinnst so. Stell dir mal vor, Deutschland gewinnt so in Russland die WM und auf einmal lässt da jemand so die Dings fallen. So, hoppala, ich ist ja ein bisschen teuer, weil der ist aus 16 karatigem Gold. Viertelstunde zu spielen, wenn ich das halte, bin. Mann, was mache ich denn da? Ey, das gibt's nicht. War Alter, das gibt's nicht. Alf, nimm. Jetzt kannst du dir eine Scheibe von mir abschneiden. Du bist anscheinend besser als Soccer Club. Und Soccer Club ist anscheinend nicht gerade dabei, mich gerade zu rasieren. Aber naja, gut. Nee, danach gibt es noch eine Wiederholung. Eine Wiederholung wird dann machen. Okay. Was soll die Wiederholung bringen? Ich bin nicht warm gespielt, das ist mein Problem. Naja, gut, das kommt. Also muss ich dann. Ja. Außerdem, ja. Bin, ja, außerdem okay. Muss ich schon mit Hertha spielen, weil. Immer die besten, immer die Lieblingsvereins. Hansa ist dein Lieblingsverein in FIFA. Und ich wollte ja eigentlich nur, ich wollte ja mal sehen, wie Bayern ist. FIFA. Was? Mann, das gibt's nicht. Ich knall dreimal Latte hintereinander und viermal Voss. Nee, das ist einfach wieder so Lack. Leute, die nichts in FIFA können, ist jetzt nicht gewählt, aber die nichts in FIFA wirklich, die kaum was in FIFA können und ihr Tor bleibt safer als eine Rattenstube. Was ist mit einer Rattenstube? Du regierst in einer Rattenstube? Warum machst du sowas? Jetzt nützt dich schon wieder, Latte. Warum willst du denn jetzt FIFA kommen? Warum? Nein, wir spielen ja nach Evo Fortnite. Also doch keine Wiederholung, wie schön. Nein. Doch, eine gibt's ja noch. Obwohl wenigstens, du kannst mal runter. Nee, wir schon. Naja, eine Wiederholung noch und dann geht's ab. Nee, es ist halt nicht. Wir können morgen gerade wiederholen, aber. Er will sich an mir revanchieren so. Jetzt für dieses 3:1. Kann ich irgendwo verstehen. Für diese billige Niederlage, echt, ey. Okay, nächstes Mal spiel ich härter, da zerfick ich dein Leben, Digga. Gott, wie viel wollen die noch spielen? Oh fuck! Was war ich da? Naja, immerhin kann ich von mir behaupten. Immerhin kann ich von mir behaupten, ich habe Bayern geschlagen. Das ist die Hauptsache. Hey Leute, ich habe Bayern geschlagen. Wer hat Bayern gespielt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Anfängercomputer. Okay. Ey, das kommt mir gerade so peinlich. Hab mich angestrengt. Kannst du das? Ich bin doch keine Runde FIFA mehr. Wir haben schon 23. Alle in Fortnite. Alle in Fortnite. Okay. So Leute, also wie gesagt, ich habe zwar gegen Alf auf die Fresse gekriegt, aber habe dann gegen Zocker Club gewonnen. Auch gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob er das jetzt so wirklich geplant hat oder so. Ne, ihr wisst ja Bescheid, wie der Joe ist mit seine. Hey, Momentchen mal. Hallo, ich war nicht beleidigen. Leute, sorry, ich war nicht warm gespielt. Schaut auf jeden Fall bei Dietzen vorbei auf dem Kanal. Okay, also macht's gut, liebe Zuschauer. Mach Werbung. Werbung! Mach Werbung. Du auch Werbung, du bist eh zu hören. Achso. Ja. Auf meinem Video seht ihr, wie John in Siege verkackt und wie wir mit dem eine Runde spielen. Moment. Hä? Eine Runde, wo ich in Siege verkacke? Und eine Runde mit Snickers. Alles klar, Leute, es reicht. Haut da rein. Tschüss.